Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da wird es außenpolitisch. Die Unionsfraktion hat zwei Anträge eingereicht, in denen es um den MINUSMA-Einsatz geht, der Bundeswehr, also den Einsatz der Bundeswehr in Mali. Seit Monaten ist das ja schon sehr schwierig für die Bundeswehr, dort zu arbeiten. Das liegt daran, dass ihnen durch die in Mali regierende Militärjunta zum Beispiel verweigert wird, Aufklärungsdrohnen steigen zu lassen oder auch Transportflüge durchzuführen. Und die Unionsfraktion fordert deswegen, den Bundeswehrabzug aus Mali vorzuziehen, dass die Bundeswehr nämlich schon vor dem Jahreswechsel abzieht und eben dann nicht mehr ein ganzes Jahr bleibt, wie ursprünglich geplant. Diese Debatte dürfte interessant werden, denn auch der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hat gesagt, es mache keinen Sinn, bis 2024 zu bleiben. Seine Kollegin, die Wehrbeauftragte Eva Högel, auch SPD, hat sich etwas anders dazu geäußert. Jetzt aber erst einmal eine Stimme aus der CDU, Florian Hahn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bis Mai 2024 bleiben macht unter den aktuellen Bedingungen überhaupt keinen Sinn. Meine Damen und Herren, das steht nicht etwa in unserem Antrag. Das hat Verteidigungsminister Pistorius gesagt. Und damit hat er recht. Und damit hat er bereits nach 3 Wochen mehr Gespür für die Bundeswehr und ihre Bedürfnisse gezeigt als seine Vorgängerin während ihrer gesamten Amtszeit. Denn wenn man den Soldatinnen und Soldaten in Mali spricht, kommt man schnell zu dem Schluss, dass der Einsatz, man muss es leider so hart sagen, mittlerweile komplett sinnlos geworden ist. Deshalb fordern wir heute den geordneten Abzug der Bundeswehr aus Mali bis Ende des Jahres. Wir, der Deutsche Bundestag, haben entschieden, die Bundeswehr nach Mali zu schicken und die Sicherheit für die Menschen vor Ort zu erhöhen. Dazu hat die Bundeswehr den Auftrag, im Rahmen des MINUSMA-Einsatzes Aufklärungsarbeit zu leisten. Diesem Auftrag kann die Bundeswehr nicht mehr nachkommen. Nachdem Franzosen, Briten und alle anderen großen Nationen bereits die Reißleine gezogen haben, sind die Bundeswehrsoldaten mittlerweile die einzigen, die überhaupt noch das Camp verlassen und Patrouille fahren, um Aufklärungsergebnisse zu erzielen. Und diese Aufklärungsergebnisse werden dann in das MINUSMA-Headquarter zur Verfügung gestellt, das damit aber gar nichts mehr anfangen kann, da niemand mehr da ist, der diese Informationen in Missionen verwerten kann. Ferner sehen wir, wie sich die russischen Wagner-Kräfte immer weiter ausbreiten und mittlerweile sogar eigene Missionen durchführen. Währenddessen ist es der Bundeswehr im Übrigen durch die malische Regierung verboten, diese Operationsräume, wo Wagner dann unterwegs ist, zu betreten oder zu überwachen. Um sich das noch mal klarzumachen, unsere Soldaten bewachen den Stützpunkt von Putins Terrorbande, die in der Ukraine schwerste Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen begehen. Unsere Heron-Drohnen können wir seit Monaten nicht mehr einsetzen, da es die malische Regierung untersagt. Dieser Einsatz ist der gefährlichste der Vereinten Nationen und gleichzeitig ist dieser Einsatz seit Monaten völlig sinnlos. Und wenn Sie sich ehrlich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktion, wissen Sie das auch. Das von Ihnen angekündigte Abzugsmandat für Mai 2024 ist jedoch ein fauler Kompromiss, nichts Halbes und nichts Ganzes. Gleichzeitig steigt die Zahl von psychischen Erkrankungen im Mali-Einsatz. Während es 2018 keine 30 waren, sind 2022 über 100 gemeldete Fälle. Meine Damen und Herren, die Sicherheit und Unversehrtheit unserer Soldatinnen und Soldaten ist zu kostbar, um sie im Zweifel einem solchen parteipolitischen Kompromiss zwischen Grünen und SPD zu opfern. Das BMVG hat bereits vor Wochen signalisiert, dass die Abzugspläne vorbereitet sind. Ein geordneter Abzug noch in diesem Jahr ist selbstverständlich möglich. Wer anderes behauptet, sucht nur nach einer Ausrede für das eigene Nichtstun. Und deshalb fordern wir heute den geordneten Abzug bis Ende 2023. Wir wollen unsere Soldatinnen und Soldaten Weihnachten und Silvester 2023 wieder zu Hause wissen. Das ist mit Blick auf die bereits begonnenen Vorbereitungen machbar. Ich appelliere deshalb an Sie,
unserem Antrag sehr schnell zuzustimmen und den dringend gebotenen Abzug nicht weiter hinauszuzögern. Im Sinne unserer Soldatinnen und Soldaten, herzlichen Dank. Florian Hahn, CDU-CSU-Sprecher für Verteidigung. Auf ihn folgt nun Christoph Schmidt, SPD-Fraktion und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sprechen heute über zwei Anträge aus den Reihen der CDU-CSU-Fraktion, die in Kombination mit dem medialen Begleitecho und Ihrer Rede, Herr Hahn, leider wieder einmal nur eine eingeschränkte Lernfähigkeit zeigen. Und sie zeigen auch eine gewisse Vergesslichkeit, was die eigenen Positionen angeht. Am 11. November des letzten Jahres haben wir an dieser Stelle schon einmal über den heute als zweiten Zusatzpunkt auf der Tagesordnung stehenden Punkt gesprochen. Und nach wie vor erschließt sich mir nicht, warum Sie den Einsatz militärisch und politisch zum Erfolg führen wollen. Immerhin, ein wenig lernfähig sind Sie und wollen nun im aktuellen Antrag den MINUSMA-Einsatz rasch, aber geordnet in diesem Jahr beenden und so zukünftiges Engagement im Sahel mit einer Gesamtstrategie auf eine solide und tragfähige Grundlage stellen. Das klingt zumindest im Untertitel deutlich vernünftiger, auch wenn es dann inhaltlich leider nicht vernünftig begründet wird. In der letzten Debatte gab es von Ihrer Seite keinerlei eigene Vorschläge für einen Abzugszeitpunkt, sondern lediglich im Antrag die Formulierung, die Bundesregierung möge dem Deutschen Bundestag zeitnah, klar, unverbindlich eine Perspektive für den MINUSMA-Einsatz und eine Empfehlung zur Fortsetzung oder Beendigung des Einsatzes vorlegen. Ich habe Ihnen damals erklärt, dass wir bereits daran arbeiten. Und zwei Wochen nach unserer Debatte hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass ein Abzug bis Mai 2024 erfolgen soll. Eine zeitnahe Aussage, klar und verbindlich für alle Beteiligten und Partner. Nach der Ankündigung der Bundesregierung gab es viel Lob von allen Seiten, sowohl von den Vereinten Nationen als auch aus den Reihen der Bundeswehr. Und auch in der Öffentlichkeit im In- und Ausland wurde geschätzt, dass die deutsche Regierung zwar eine Entscheidung im Interesse der eigenen Truppe getroffen hat, zum anderen aber den Vereinten Nationen, der malischen Regierung und den anderen beteiligten Nationen auch einen fairen Übergangszeitraum zur Verfügung stellt. Und natürlich, so wie jetzt auch, waren nicht alle voll des Lobes. Ich darf zunächst an Dr. Wadefuhl in Abwesenheit zum Geburtstag gratulieren, ihn dann persönlich und auch die Berichterstattung zitieren. Man sagt, in Gefahr und Not ist der Mittelweg der Tod, warnt Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Dr. Wadefuhl ist wie andere in der CDU der Ansicht, man hätte in Mali bleiben und sogar noch mehr tun sollen. Nicht einmal drei Monate später wollen Sie aber nun sogar früher aus Mali abziehen, als es die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Unser Kollege Thomas Andl, CSU, Ihre Partei, sagte, die Bundesregierung kann bisher nicht schlüssig erklären, warum sie ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt diese Entscheidung trifft. Eingebettet in eine Sahelstrategie ist sie jedenfalls nicht. Ebenso wenig, und jetzt hören Sie zu, ist sie mit Partnern koordiniert. Doch mit Partnern koordiniert war die Entscheidung auch. Denn weitere zwei Wochen später, am 12.12.22, hat der Europäische Rat die Mission EU-MPM Niger auf den Weg gebracht. Aber erst fehlende Abstimmung zu kritisieren, danach dann feststellen zu müssen, dass Regierung und Ampel sehr wohl international koordiniert handeln, das dürfte eine der ganz, ganz wenigen Konstanten in außen- und sicherheitspolitischen Fragen in der Union im letzten Jahr gewesen sein. Und auch der Kollege Henning Otte stimmte in die Kritik mit ein, behauptete, dass die Entscheidung politisch völlig unkoordiniert und militärisch unvorbereitet sei. Und wir waren ja gemeinsam in Mali, und da musste Herr Otte dann auch beim Gespräch mit dem MINUSMA-Leiter, mit Herrn Vanet aus dem Senegal, akzeptieren, dass die Entscheidung eben dort auf großen Nachklang gefunden hat, weil sie eben gut abgestimmt und vorbereitet war. Drei Unionspolitiker, dreimal kritisiert und dreimal daneben gelegen, aber versuchen Sie es ruhig weiter. Auch wir als Ampel sind kritisch. Wir evaluieren Auslandseinsätze kritisch. Ein Versprechen, das wir im Koalitionsvertrag gegeben haben und das wir einhalten. Als erste Konsequenz haben wir EU-TM Mali beendet. Als zweite Konsequenz wird MINUSMA geordnet beendet. Und uns allen und auch Ihnen ist doch klar, dass die Ausarbeitung des erforderlichen neuen Mandats einige Anforderungen an die Bundesregierung, aber auch an uns als Parlament stellt. Denn neben dem eigentlichen Auftrag müssen Logistik, Vorbereitung und Umsetzung der Rückverlegung gemeistert werden. Und weil diese Mandatsverlängerung so vieles abdecken muss, bitte ich die Bundesregierung tatsächlich im Sinne des Parlaments und im Sinne unserer Parlamentsarmee dringend darum, dass der Text uns Abgeordneten so früh wie möglich für die Beratungen zur Verfügung gestellt wird. Ja, die Situation in Mali ist gerade extrem unbefriedigend, vor allem mit Blick auf die Auftragserfüllung.
Und das vor allem wegen der nicht erteilten Überfluggenehmigung. Aus all dem erwächst aktuell noch keine massive Verschlechterung der Sicherheitslage für unsere Soldatinnen und Soldaten. Sollte dies der Fall sein oder der Fall werden, dann ist ein unmittelbarer und rascher Abzug unserer Kräfte die oberste Priorität. Das versprechen wir allen. Und das ist schon jetzt im aktuellen Mandatstext berücksichtigt und wird auch durch das Ministerium unter der Führung von Boris Pistorius ständig geprüft. Und genau dazu hat er sich entsprechend geäußert. Auch wenn ich mit dem ersten Teil Ihres Titels des neuen Antrags nicht übereinstimme, möchte ich zum Ende meiner Rede mit dem zweiten Teil schließen und hoffe, dass wir dazu in den Beratungen eine gemeinsame Position finden können. Denn auch wir wollen unser zukünftiges Engagement im Sahel mit einer Gesamtstrategie auf eine solide und tragfähige Grundlage stellen. Ein erster Schritt wurde dazu mit den europäischen Partnern durch die neue Mission im Niger gemacht. Ein zweiter Schritt wird unser geordneter Abzug aus MINUSMA mit einer einmaligen Verlängerung des Mandats. Und der dritte Schritt für die Zukunft der Region ist die zeitnahe Implementierung einer Sahelstrategie. Dankeschön. Der Abzug aus Mali soll erfolgen, allerdings natürlich nicht ungeordnet, das weiß Christoph Schmidt besonders. Er sitzt in der Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands ziehen. Stefan Kreuter nun für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Hahn, wie verlogen ist das denn? Sie haben uns gerade eben hier lang und breit ausgeführt, dass die deutsche Beteiligung am MINUSMA-Einsatz gescheitert war, dass das lange abzusehen war. Aber als Sie diesen Antrag hier eingebracht haben, da haben Sie gerade mal 3 Monate vorher den Antrag gestellt, ergebnisoffen die deutsche Beteiligung zu evaluieren. Das Ding kam dann aus dem Ausschuss zurück, ablehnend beschieden am 1. Dezember. Sie haben den Antrag heute hier aufgesetzt und dann wohl gemerkt, dass die Zeit sie überholt hat. Wer zu spät kommt, den bestraft halt das Leben. Das hat die Geschichte schon gezeigt. Dann haben Sie mit heißer Nadel einen Antrag dazugestellt, am 7.2. MINUSMA beenden, eine Gesamtstrategie für den Sahel schaffen. Tja, wären Sie der AfD gefolgt, hätten Sie diese Mission von Anfang an abgelehnt. Seit wir im Parlament sind, lehnen wir die deutsche Beteiligung ab, weil dieser Einsatz gescheitert ist. 10 Jahre sind wir vor Ort und 10 Jahre hat sich nichts zum Besseren gewandt. Die Bundesregierung möchte die deutsche Beteiligung im Mai 2023 auslaufen, noch mal um 1 Jahr verlängern, um dann geregelt abziehen zu können. Ich hoffe, dass dies kein zweites Afghanistan wird, wo man auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Man ist nicht rechtzeitig abgezogen, obwohl die amerikanischen Partner dort gesagt hatten, wir gehen, wollte Deutschland das nicht glauben. Man hat die Augen vor der Realität verschlossen, bis irgendwann aus dem Verteidigungsministerium kritische Stimmen aufkamen, die sagten, oh, wir müssen die Abgeordneten jetzt mal in, so heißt es, homöopathischen Dosen auf die geänderte Lage vorbereiten. Dieses Fiasko darf uns in Mali nicht passieren und deshalb müssen unsere deutschen Truppen so schnell wie möglich nach Hause zurück. Was ist in der Region passiert? Wir betreiben seit den 60er Jahren in der Sahelzone Entwicklungszusammenarbeit. Damals hieß das noch Entwicklungshilfe. Und was hat das gebracht? Nichts außer dass wir Millionen und Milliarden deutsches Steuergeld in der Region, in den Subsahara-Afrika, verbrannt haben. Jetzt beklagen Sie, dass Wagner-Truppen vor Ort sind, dass Russland Einfluss gewinnt. Aber mal ganz ehrlich, die Menschen dort vor Ort feiern die Russen als Heilsbringer. Sie wollen keine europäische Besatzungsmacht haben, keine UN-Besatzungsmacht. Sie haben das Recht, sich ihre Partner selber auszusuchen. Und wenn der Außenminister Lavrov vor Ort ist und dort Gespräche auf Regierungsebene geführt werden, dann ist das ein Zeichen, was wir zu akzeptieren haben. Wir sind vor Ort nicht willkommen. Wir haben es eben gehört, unsere Soldaten werden gar nicht mehr in die Region hineingelassen. Welche Interessen haben wir jenseits der feministischen, wertegeleiteten Außenpolitik in der Region? Gar keine. Einmischung tut selten gut. Lassen Sie sich nicht durch Werte, sondern durch Interessen leiten. Und deutsche Interessen sehe ich hier nicht tangiert. Was waren unsere Interessen, dass wir uns in die Region
in der Region engagiert haben. Erstens der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Das machen offensichtlich die Russen jetzt effektiver und besser. Kein Grund für uns da zu bleiben. Zweitens Stabilisierung der Region. Ich sage Ihnen, durch Truppen stabilisieren Sie nicht, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit und Hilfe zur Selbsthilfe. So retten Sie Regionen und ermöglichen Menschen ein Leben vor Ort. Drittens Eindämmung der Migration nach Europa. Ich sage Ihnen, da fehlt Ihnen der politische Wille. Sonst würden Sie nämlich die Pull-Faktoren beenden, einen effektiven Grenzschutz betreiben und das staatlich finanzierte Schleppertum über das Mittelmeer beenden. Die Franzosen sind bereits weg. Wir haben es eben gehört, die Kommandoketten funktionieren nicht mehr. Die internationale Schutztruppe ist bereits auseinandergefallen. Die Franzosen sind bereits weg. Die Briten und Schweden ziehen jetzt ab. Lassen Sie uns nicht die Letzten sein, die das Licht ausmachen. Wir stimmen Ihrer Überweisung in den Ausschuss zu. Und unsere Soldaten müssen so schnell wie möglich nach Hause. Ich erinnere an die 2021 schwer verletzten 12 deutschen Soldaten. Das wäre uns erspart geblieben, wenn Sie vorher die Reißleine gezogen hätten. Vielen Dank. Stefan Keuter war das für die AfD-Fraktion. Auf ihn folgt nun Merle Spellerberg für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Sie sitzt sowohl im Auswärtigen als auch im Verteidigungsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen! Wir müssen den Bundeswehreinsatz in Mali mit einem breiten Blick betrachten. Einem Blick, der selbstverständlich die Sicherheit unserer Soldatinnen betrachtet, aber ebenso die Sicherheit der Menschen vor Ort und große geopolitische Fragen rund um Stabilität und die Einflussnahme von autokratischen Staaten. Aber dazu haben wir gerade schon einiges gehört. Und ich sage ganz ehrlich, es graust mir, wenn ich nach dem Besuch vom russischen Außenminister in Lavrov in Mali Berichterstattung lese über die Achse Bamako-Moskau. Und es graust mir, weil wir von malischen Menschenrechtsorganisationen Berichte über die schwerwiegenden Verbrechen der Wagner-Gruppe hören. Und es graust mir wegen der demokratie- und menschenfeindlichen Außenpolitik Russlands, der wir uns entgegenstellen müssen, wenn wir die Menschen vor Ort, auch in Mali, nicht im Stich lassen wollen. Russlands globaler Machtpolitik wirken wir auch entgegen, wenn wir für andere Länder verantwortungsvolle PartnerInnen sind. Es darf eben nicht unbeantwortet bleiben, dass Russlands widerliche Selbstinszenierung als Antikolonialmacht betreibt, während sie ihre Großmachtfantasien im Krieg gegen die Ukraine in keinem Fall verstecken. Und liebe Kolleginnen, ich glaube, es ist uns allen klar, dass es nichts bringt, zu leugnen, dass die malische Transitionsregierung uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aktuell sehr schwierig macht. Das hat auch der Verteidigungsminister korrekterweise angesprochen. MINUSMA ist schon lange, auch das wurde angesprochen, die aktuell gefährlichste Mission der Bundeswehr. Und die malische Transitionsregierung droht sie mit ihrem Verhalten noch gefährlicher zu machen. Es ist klar, dass es frustriert, dass wir immer wieder über Überflugsrechte streiten müssen, die für die Ausübung des Mandates, das ist allen bewusst, notwendig sind. Es ist ganz klar ein Problem, wenn unsere UN-PartnerInnen aus dem Land verwiesen werden, weil sie menschenrechtspolitische Zivilgesellschaft unterstützen. Und all das hat eben auch dazu beigetragen, dass eben bereits entschieden wurde, den Einsatz nach fast 10 Jahren zu beenden. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir uns die Zeit nehmen sollten für einen geordneten Rückzug. Kollegin Spellerberg, das ist kein Blankoschein. Kollegin. Und das kann auch beinhalten, keine Zwischenfrage. Und das kann auch beinhalten, dass wir einige Fähigkeiten, die wir eben aufgrund der Lage nicht ausführen können, schon früher abziehen. Aber die Bundeswehr und unsere strategischen PartnerInnen vor Ort und international haben jetzt Gewissheit und Planungssicherheit. Und das ist ein Erfolg, der nach vielen Debatten und Abwägungen erzielt wurde. Die Forderung, diese Einigung jetzt wieder aufzuknüpfen, kann ich schwer nachvollziehen. Der geforderte vorzeitige Abzug wäre zu diesem Zeitpunkt eben überstürzt und damit ein Fehler. In unsere Überlegungen zur Zukunft des MINUSMA-Mandats fließen immer unterschiedliche Perspektiven ein. Für mich sind das zahlreiche Gespräche mit der Truppe, Debatten hier im Bundestag, Austausch mit VertreterInnen der Vereinten Nationen und vor allem eben auch Begegnungen aus Mali selber
als ich die Außenministerin letztes Jahr begleiten durfte. Es ist wichtig, dass wir hier alle Dimensionen mitdenken. Es ist wichtig, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Der 10-jährige Einsatz endet jetzt also in einem Rahmen, der Planungssicherheit für die Bundeswehr schafft, und er bietet unseren Verbündeten und besonders den Menschen in Mali eine Perspektive, auf die sie sich einstellen können. Denn unsere Präsenz vor Ort hat eben einen Einfluss auf die Sicherheitslage der Menschen. Wir unterstützen die Einhaltung des Friedensabkommens und schaffen regional eine gewisse Stabilität, um Malis Demokratie in einem Rahmen langfristig stärken zu können. Deshalb ist es so wichtig, dass sich die Bundesregierung auch darauf geeinigt hat, eine Folgestrategie, wie bereits angesprochen vom Kollegen, für die gesamte Sahelzone zu erarbeiten. 1,5 Jahre schaffen einen Rahmen, um eine neue Kooperation anzustoßen und um die Beziehung zur malischen Regierung auch nach unserem Einsatz in MINUSMA nicht vollends zu kappen. Lassen Sie uns also einen geordneten Abzug ermöglichen. Lassen Sie uns ein klares Zeichen an unsere PartnerInnen vor Ort senden, dass es bessere Optionen gibt als die Zusammenarbeit mit menschenfeindlichen Autokraten. Lassen Sie uns gemeinsam die Entwicklung einer Sahel-Strategie begleiten. Eine Sahel-Strategie mit Antworten auch auf russische globale Machtpolitik. Eine Sahel-Strategie, eine Sicherheitspolitik mit Entwicklungszusammenarbeit, mit Menschenrechten, mit Diplomatie. Merle Spellerberg war das für die Grünen-Fraktion. Es gibt doch relativ viel Einigkeit natürlich darüber, dass dieser Einsatz der Bundeswehr enden muss, weil eben die Bedingungen nicht vorliegen, um erfolgreich für die Bundeswehr hier aktiv zu sein. Nur wann man abzieht, das ist die Frage. Selvin Dadelen nun für die Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir als linke Fraktion begrüßen es ausdrücklich, dass die Unionsfraktion, wenn auch spät, unserer Forderung, die Bundeswehr aus Mali abzuziehen, nunmehr sich angeschlossen hat mit diesem Antrag. Nicht schlüssig ist allerdings, dass Sie zwar fordern, den Einsatz, ich zitiere, rasch und geordnet, also in etwa bis 11 Monaten, zu beenden. Und da sage ich, bei dem Adjektiv rasch könnte man vielleicht bei der Fertigstellung eines Berliner Flughafens an 11 weitere Monate denken, aber an einen Abzug der Bundeswehr sollte man nicht auf 11 Monate noch länger verzögern. 11 Monate sind nun einfach eben nicht rasch. Und da verhalten Sie sich nicht anders als die Bundesregierung, die den Abzug ja bis ins Nimmerlein Mai 2024 geschoben hat. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, tun mir die Bundeswehrsoldaten leid, die Sie hier weiterhin mit einer unmöglichen Mission ins Feuer schicken, die in Ihrem Camp in Gao ausharren und aushalten müssen, obwohl Sie wissen, es bringt alles gar nichts, während um Sie herum sich die Sicherheitslage immer stetig verschlechtert hat. Das sagt die Bundeswehr selbst. Und wer zu lange mit dem Abzug wartet, dem bestraft eben das Leben. Denn dann könnte in Frage stehen, ob er überhaupt noch, wie Sie fordern, geordnet über die Bühne gehen kann oder ob man dann nicht einmal, wie in Afghanistan, Hals über Kopf das Land wird verlassen müssen wegen der Bedingungen, die sich verändert haben. Deshalb sagen wir, das ist unverantwortbar. Deshalb muss die Bundeswehr sofort abgezogen werden. Und der eingeforderte Abzug aus Mali ist aber auch bei der Union wie bei der Ampelkoalition das Eingeständnis des völligen Scheiterns der eigenen Außenpolitik. Und wissen Sie, was das Hauptproblem ist? So wie Sie bei der Lieferung der Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine sich für die Interessen der US-Administration gegen Russland ins Feuer schieben lassen und jede eigenständige und diplomatische Außenpolitik vermissen lassen, so haben Sie und lassen Sie sich in Afrika vor den Karren der französischen Interessenpolitik spannen, die nicht zu Unrecht den Stempel in Afrika trägt des Neokolonialismus. Sie verstehen gar nicht, dass Deutschland in Westafrika zunehmend genau mit dieser neokolonialen Politik identifiziert ist, wird, die auf die Ausbeutung der Bodenschätze der Region quasi zum Nulltarif für die französische Atomindustrie zielt. Und das ist verheerend für das Bild Deutschlands in Afrika. Und deshalb
Deshalb verstehen Sie auch gar nicht die Dynamik. Sie verstehen einfach nicht die Dynamik, wenn jetzt ein Land nach dem anderen in Westafrika den französischen Truppen einfach die Tür weist. Diese Länder und ihre Bevölkerungen haben nämlich nach 60 Jahren Unabhängigkeit einfach keine Lust, sich aus Paris oder Berlin sagen zu lassen, was sie tun sollen und was nicht. Akzeptieren Sie das, und deshalb sollte die Bundeswehr abgezogen werden, geordnet, aber rasch. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie erstmal ganz herzlich. Freitagmittag. Und ich gebe sofort das Wort an Rainer Semeth für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dem Unionsantrag geht es um die Gesamtstrategie für die Sahelzone. Vorweg gesagt, wir sind uns alle darüber einig, dass es jetzt für das weitere Vorgehen in der Region eine strategische Herangehensweise braucht. Einerseits fordern Sie, liebe Kollegen von der Union, eine Sahelstrategie. Andererseits fordern Sie eine Strategie für unseren Umgang mit Russlands Einfluss in Afrika. Die Wahrheit ist doch, das eine geht nicht ohne das andere. Völlig richtig ist, wir brauchen einen genauen Plan, der dazu dient, unser Ziel zu erreichen, möglichst unter Berücksichtigung aller Faktoren. Der vernetzte Ansatz, der unsere Politik leitet, spielt die vielen Dimensionen wider, die das Thema hat. Wenn wir nämlich Friedenssicherung ressortübergreifend verstehen, reden wir natürlich über militärische Instrumente. Es gehören aber auch Instrumente der Diplomatie und der Entwicklungszusammenarbeit dazu, ebenso wie Wirtschafts- und Bildungspolitik. All diese Politikfelder gehören in eine Strategie einbezogen. Der vorliegende Antrag weist zu Recht darauf hin, auf die Bedeutung der Sahelzone für die Sicherheit Europas und unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie Deutschlands für die Region. Wenn wir aber gleichzeitig den Einfluss Russlands als Herausforderung ausmachen, dann müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass sich beides nicht losgelöst voneinander betrachten lässt. Eine Antwort auf die Frage nach Stabilität in der Sahelzone muss immer auch eine Antwort auf Russlands Einfluss in der Region sein. Klar ist, Russlands Einflussnahme im Sahel ist nur ein Baustein in Russlands Politik der Destabilisierung. Gerade diese Woche reist Sergej Lavrov wieder quer durch den Sahel und verspottet Frankreich und damit indirekt auch uns als neokolonial und dekadent. Wenn diese Rhetorik ganz offenbar bei den afrikanischen Ländern fruchtet, dann sollte uns das allerdings zu denken geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über eine Strategie für unser Engagement in der Sahelzone debattieren, muss natürlich ein Teil davon sein, wie wir den Einfluss Russlands wirtschaftlich gesehen, übrigens auch den Einfluss Chinas, entgegentreten. Wir brauchen eine Strategie, mit der wir planbar unser Ziel erreichen. Unser Ziel ist Stabilität in der Sahelregion und Sicherheit und Frieden in Europa. Wir müssen aber auch dazu sagen, was Russlands Ziel ist. Wir müssen auf allen Bühnen herausarbeiten, wo wir uns von Russland unterscheiden. Erstens, Afrika und Europa profitieren von gemeinsam organisierter Stabilität. Russland profitiert von Chaos und Zwietracht. Zweitens, Afrika und Europa können durch fairen Handel und den Austausch von klugen Köpfen und fähigen Händen die Herausforderungen der Zukunft meistern. Russland verheizt gerade seine Jugend auf blutigen Schlachtfeldern. Und drittens, wir können helfen und wir wollen auch helfen und wir werden auch immer bereit sein zu helfen, aber die Regierungen der betreffenden Länder müssen sich klar entscheiden, entweder unsere Unterstützung oder die des Terrorregimes im Kreml. Die Bedingungen für das Mandat sind klar, und dazu müssen wir jetzt auch stehen. Die Bundesregierung hat im November 2022 entschieden, MINUSMA noch ein letztes Mal zu verlängern. Aber was ist der Status quo? Auch im jüngsten Berichtszeitraum erhalten wir keine Genehmigung für den Einsatz unserer Drohne. Das ist keine Kleinigkeit, dass die Regierung in Bamako uns das verweigert. Es geht um nichts weniger als um einen Beitrag zum größtmöglichen Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten.
Es ist unsere Entscheidung, ob wir uns anbiedern und russische Narrative übernehmen oder ob wir jetzt auf Worte Taten folgen lassen. Sagen wir es, wie es ist, bis Mai 2024 in Mali zu bleiben, macht unter diesen aktuellen Bedingungen überhaupt keinen Sinn. Ich danke. Das Wort hat für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Volkmar Klein. Volkmar Klein ist Sprecher für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung seiner Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vorgestern im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist noch mal ganz dramatisch die aktuelle Lage in Mali, auch aus Bamako, geschildert worden und leider auch die Ansteckungsgefahr für die gesamte Region. Heute ist es richtig, rasch und geordnet abzuziehen aus dem MINUSMA-Einsatz, und das hat Florian Hahn ja sehr deutlich gemacht. Und das mutmaßliche Argument, länger da zu bleiben, um die Wahlen abzuwarten, zerbröselt gerade, weil es keine Wahlen geben wird. Ende darf aber nicht sein für unser Engagement in der Sahelregion. Und ich will eine ganz dramatische Zahl weitergeben, die auch vorgestern geschildert wurde. Im südlichen Nachbarland von Mali, in Burkina Faso, sind 6.000 Schulen geschlossen, 25% der Schulen, weil die Terroristen nicht wollen, dass auch Mädchen unterrichtet werden, weil die Sicherheit nicht gegeben ist. Das ist eine Katastrophe für die Menschen, für die jungen Menschen, deren Perspektiven zerstört werden. Das ist aber auch ganz, ganz schnell ein riesengroßes Risiko für unsere Sicherheit. Und deswegen ist das schon sehr in deutschem Interesse, was dort in der Region passiert. Und die Ersten, die darunter leiden, sind die stabilen und prosperierenden Länder an der Küste. Und die empfinden das als erhebliche Bedrohung in der Zwischenzeit. Ghana, Elfenbeinküste, Togo. Das sind aber die Länder, die für den Chancenkontinent Afrika stehen. Und die müssen eigentlich weiter gestärkt werden. Stabilisierung der Sahelregion ist für die absolut lebensnotwendig. Und deswegen sind die Länder der Sahelregion auch sehr daran interessiert, dass wir uns da weiter engagieren. Das hat mir persönlich auch der togoische Außenminister in der letzten Woche noch mal bestätigt. Und leider haben wir keine Antwort bisher. Zumindest auch erst recht keine europäische Antwort. Und die europäische Antwort müsste dort in der Region auch deutlich machen, dass da, wo Europa draufsteht, nicht nur Frankreich drinsteht. Das ist eben in Folge der Vorgeschichte. Und unser Antrag zielt unter anderem darauf ab, Sie nun wirklich mal aufzufordern, die Regierung zu drängen, an einer solchen Sahelstrategie zu arbeiten. Denn erstmal ist es Aufgabe der Regierung, die zu erarbeiten. Die bisherige Afrika-Strategie des BMZ, ziemlich dünn und gehaltsfrei, hilft da jedenfalls nicht. Die Sahelstrategie muss erarbeitet werden. Volkmar Klein war das. Nächste Redner ist Karamba Diaby für die SPD-Fraktion. Er ist auch Vorsitzender der Parlamentariergruppe Westafrika. Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, 71%. Ja, 71% der Menschen der Sahelregion, die Opfer staatlicher Sicherheitskräfte werden, schließen sich terroristischen Gruppen an. Diese Zahl nennt ein aktueller Bericht der UNDP. Wir müssen diese 71% im Kopf behalten. Ihren Antrag, liebe Union, habe ich mit Erstaunen gelesen. Sie fordern,
noch dieses Jahr den MINUSMA-Einsatz in Mali zu beenden. Dabei hat die Bundesregierung vor Monaten angekündigt, den Rückzug bis 2024 geordnet und nicht überstürzt vorzubereiten. Nein, liebe Union, MINUSMA ist nicht gescheitert. Erst diese Woche haben wir uns doch gemeinsam mit dem BMVG zu MINUSMA ausgetauscht. Sie informierten uns, erstens, das Versorgungsniveau deutscher Truppen sei ausreichend und werde genau beobachtet. Zweitens, Forderungen nach einem schnellen Abzug seien nicht zielführend. Und drittens, die Soldatinnen und Soldaten seien stolz darauf, was sie in den letzten 10 Jahren gesichert haben. Indem sie MINUSMA, sie sagen, dass MINUSMA sei gescheitert, sprechen sie den Soldatinnen und Soldaten Leistung ab. Dabei ermöglichen viele Menschen in Mali ein besseres und vor allem sicheres Leben. Dafür sage ich an der Stelle Dankeschön. Es ist auch falsch, wenn Sie behaupten, die Bundesregierung habe die Region bis heute keine Aufmerksamkeit gezollt. Sie wissen ganz genau, dass mehrere Ministerinnen, Staatssekretärinnen, Abgeordnete, mich eingeschlossen, aber auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, von Ihrer Fraktion, sich in Mali eine Lagebild gemacht haben. Die Ministerien haben wohl abgestimmt, eng abgestimmt zusammen. Das haben Sie möglicherweise in Ihrer Rolle als Opposition noch nicht bemerkt. Ich bekomme das tagtäglich genau mit. Das BMZ hat erst kürzlich seine Afrika-Strategie veröffentlicht und erarbeitet zusätzlich eine eigene Sahel-Strategie. Das wurde von dem Kollegen Schmidt schon angedeutet. Was bitte geht Ihnen dabei nicht schnell genug? Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, Ihr Antrag ist ungenügend und enthält keine konkreten Forderungen. Lassen Sie uns stattdessen darüber sprechen, was die Menschen in Mali wirklich benötigen. Sie benötigen Sicherheit und Versorgung. Sicherheit stellen wir bis zum geplanten Abzug 2024 her. Dass dieses funktioniert, sieht man an der großen Zahl der Binnengeflüchteten in den von MINUSMA kontrollierten Gebieten. Versorgung stellen wir sicher, indem wir unsere Entwicklungszusammenarbeit auch nach dem Abzug fortführen. Fest steht aber auch, wir müssen unsere afrikanischen Partner wie die AU dabei unterstützen, Folgemissionen bereitzustellen, frühzeitig und abgestimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte unterstreichen, das Abzugdatum in Mai 2024 ist ein wichtiger Kompromiss. Die Regierung hat damit nicht nur ressortübergreifend geliefert. Wir haben der malischen Seite auch gezeigt, dass wir als verlässliche Partner nicht Hals über Kopf das Land verlassen. Nur so können wir weiterhin die Achtung der Menschenrechte hochhalten. Und ja, MINUSMA hat auch ein Menschenrechtsmandat, ein Mandat, das die Menschen in Mali schützt, ein Mandat, das es zu stärken gilt, jetzt mehr denn je, damit wir diese 71% eben nicht terroristischen Gruppen verlieren. Dankeschön. Karama Diaby war das. Wir haben noch einen Redner in dieser Debatte. Das ist Jürgen Hart und er ist Sprecher für Auswärtiges der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Dr. Diaby, jetzt bin ich doch am Ende dieser Debatte etwas verwirrt. Ich habe eben gerade den Kollegen Semet von der Regierungskoalition FDP so verstanden, dass er auch für einen früheren Abzug der Truppen vor ab Mai über nächsten Jahres eintritt. Und es hat viele Kolleginnen und Kollegen der SPD gegeben, die dann zum Schluss auch geklatscht haben. Ich hoffe doch, das war nicht nur ein Instinkt, dass man bei Koalitionsrednern klatscht, sondern es war auch diese Aussage geschuldet.
Wir haben in der Mali- und in der Sahelpolitik spätestens seit dem Putsch im Sommer 21 in Mali eine Orientierungslosigkeit, die daher kommt, dass im Außenministerium keine klare Vision entwickelt wurde, weder unter dem SPD-Außenminister noch jetzt, wie unser Engagement im Sahel für diese total wichtige Region und für die Menschen in dieser Region, wir machen es für die Menschen in dieser Region, diese Strategie zu entwickeln. Und wir als Unionsfraktion haben mehr als einmal in diesem Deutschen Bundestag bei der Mandatsverlängerung, aber auch mit unserem Antrag vom November, den Sie abgelehnt haben, und jetzt mit unserem aktuellen Antrag den Versuch unternommen, klarzumachen, dass die Frage und Entscheidung, wie das Mali-Mandat der Deutschen Bundeswehr aussieht, ja nicht der Entscheidung vorausgehen kann, welche Strategie wir für die Region haben. Unsere Forderung, dass die Truppen so schnell wie möglich, vermutlich, wir halten es realistisch, bis Ende dieses Jahres abziehen, fußt daraus, dass die Bundesregierung uns nicht sagen kann, was der aktuelle Sinn dieses Einsatzes ist, was die Soldaten konkret tun, wie sie angeblich stattfindende Wahlen im Mai 24 schützen sollen, wenn sie weder über Luftaufklärung noch über autarke Logistik verfügen. Wir erwarten, dass die Bundesregierung ein solches Konzept vorlegt und sind bereit, dann mit der Bundesregierung, mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren und vielleicht auch gemeinsam zu verabschieden, wo unser Engagement aussieht. Und die Entscheidung, diese singuläre Entscheidung, die Truppen im Mai nächsten Jahres dort abzuziehen, ist nichts anderes als ein fauler Kompromiss zwischen der Position des Auswärtigen Amtes und der Position des Verteidigungsministeriums, die nämlich in dieser Frage keine Übereinstimmung hatten. Und das ist in diesem Beschluss zum Ausdruck gekommen. Und Leidtragenden sind die Soldatinnen und Soldaten und ihre Familien, die in einer Tätigkeit, wo sie sich von morgens bis abends fragen, was macht das hier für einen Sinn, weitergebunden sind für weitere 5 Quartale. Das finden wir einfach eine Zumutung. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Von wem? Agnieszka, also von den Grünen. Ja, den Nachnamen habe ich gar nicht. Liebe Kollegin Burger. Frau Präsidentin, vielen Dank, lieber Kollege Hart, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Also mir scheint, Sie haben vielleicht so eine leichte Form von Amnesie, weil ich erinnere daran, was passiert ist, als das erste Mal die Wagner-Söldner in Mali entdeckt worden sind. Damals gab es eine Verteidigungsministerin, Sie hatten ja nur den Außenminister erwähnt, die hieß Annegret Kramp-Karrenbauer. Die hat dann mal so locker aus der Hüfte einen Tweet abgesetzt, wo sie diesen Einsatz komplett in Frage gestellt hat. Sie hat nicht mit den VN, nicht mit der EU, nicht mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung darüber gesprochen. Passiert ist dann unter ihrer Regierung nichts. Wir haben noch monatelang die Soldaten der malischen Armee ausgebildet. Ja, und Sie haben einfach so weitergemacht wie bisher. Ich kriege das nicht zusammen mit Ihrem Antrag. Und dass die Kollegin Dadelen den super findet, sagt eigentlich fast schon alles dazu. Die Frage von Agnieszka Brugger aus der Grünen-Fraktion. Liebe Frau Kollegin Brugger, ich möchte zum Schluss dieser Debatte schon feststellen, dass wir uns darüber einig sind, dass wir eine deutsche, europäisch und international vernetzte Sahelstrategie brauchen, die uns hilft, das Problem in der Region in den Griff zu bekommen. Und das Ziel unseres Antrages ist, darauf hinzuweisen, dass wir eine solche Strategie dringend gemeinsam entwickeln können müssen und dass wir die Soldatinnen und Soldaten nicht das ausbaden lassen dürfen, dass wir in Deutschland, dass Sie innerhalb der Regierung sich nicht einig sind darüber, wie es in Sahel weitergeht. Und insofern brauchen wir eine Antwort auf das Dilemma. Das Dilemma nämlich, dass einerseits der Einsatz so nicht fortgeführt werden kann, andererseits wir aber auch verhindern wollten, dass zum Beispiel Russland dort zunehmend an Einfluss und Macht gewinnt, dass wir dieses Dilemma nur durch eine kluge Strategie auflösen können. Und von dieser Strategie kann ich leider nichts erkennen, weder in den Reden der Koalitionsredner noch in dem, was die Bundesregierung zum Beispiel bei der letzten Mandatsverlängerung vorgetragen hat. Und wir sind sehr gespannt und bieten konstruktive Begleitung an, wenn denn tatsächlich endlich einmal dieser Prozess einer vernünftigen Strategiediskussion beginnt. Wir glauben, dass der Einsatz zum Ende dieses Jahres vernünftig beendet werden kann. Ich hielt es im Übrigen für ein großes Problem, wenn wir Bundeswehreinsätze nicht innerhalb von
wenigen Monaten auch zu Ende führen können, wenn wir das als Deutscher Bundestag so beschließen. Denn dann würde ja zum Beispiel eine 12-monatige Mandatserteilung durch den Deutschen Bundestag mit jederzeitigem Rückkehrrecht gar keinen Sinn machen, wenn wir tatsächlich am Ende hören müssten, das funktioniert gar nicht. Insofern glaube ich, ist das auch eine politische Finte gewesen, um diesen faulen Kompromiss zu rechtfertigen. Und deswegen sagen wir, lasst uns das gemeinsam bis Ende des Jahres hinkriegen. Und die FDP macht mit, so habe ich Herrn Kollegen Semmet verstanden.